echt adoptieren. Sie plant sogar schon die Ferien. Ich kann wählen zwischen Uckermark und Rennsteig. Wenn du willst, dass der Spuk vorbeigeht, dann musst du ihr endlich sagen, dass das alles nur ein blöder Scherz war. Irgendwie kann ich das nicht. Sie freut sich doch so und sie ist doch auch so lieb. Ich will ihr ja nicht wehtun. Das fällt dir aber sehr früh ein. Na, das sagt ja die Richtige. Denk du doch mal an deinen kleinen Bruder. Hallo, Kinder. Roxy, ab aufs Bett. Da wird es gemütlicher. Für was denn? Ich werde dir aus meinem Lieblingsbuch vorlesen. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, zuzuhören. Und zwar lese ich euch eine heitere Episode aus Mörchens Reisefibel von Adalbert Klausmann vor. Es war an einem wunderschönen Sommertag, als Mörchen wie ein übermütiges Fohlen die Alm hinabgelaufen kam. Ihr strohblondes Haar wehte im Wind, und glücklich wie ein warmer Frühlingsmorgen streckte das Köpfchen gen Himmel um das gutherzige Großvater. Wann geht es wieder auf die Alm? Wenn wir das richtige Wetter haben, erwiderte der alte Mann mit knurriger Stimme. Was? Wie? Wer? Ich werde euch jeden Abend jetzt etwas vorlesen, aber heute möchte ich noch die paar Seiten hier abarbeiten. Mörchen schaut den Großvater mit großen Augen an. Jeden Abend? Aber das hält doch keiner. Das müssen Sie doch nicht. Frau Rottbach, ich glaube, Roxy will Ihnen was sagen. Ja, ja, gleich. Ich möchte nur noch dieses Kapitel lesen. Da verirrt sich Mörchen im Wald. Das ist hochspannend. Es ist aber wichtig. Roxy, jetzt mach schon. Meint ihr etwa, dass Roxy mich die ganze Zeit hochgenommen hat, weil ich meine Fürsorge für das arme Heimkind übertrieben habe? Aber das weiß ich doch. Und dass ihr beide mitgespielt habt, dafür hätte ich euch auch gleich adoptieren sollen und euch solche Kleider anziehen. Und wenn du willst, gehen wir auch mal wieder ein Eis essen. Aber dann in vernünftigen Klamotten. Sie sind echt super cool, Frau Rottbach. Danke. Tja, das höre ich ständig.